So, Friends, Nadine hat sich wieder ein bisschen beruhigt und ja, wie ihr seht, die Bude ist leer. Nur die zwei Kleinen sind drin, weil hier ist noch ein bisschen zu viel los. Heute ist Feiertag in Spanien, habt ihr vielleicht gerade gesehen, die Pferde. Das ist heute nämlich, heute ist Tag des Pferdes. Haben die ein bisschen Party gemacht hier mit den Pferden am Strand. Ja, die Mädels liegen draußen, kann man das sehen. Hoppa. Ja, und die Mädchen, die Bella liegt auch da. Also, ja, sie steht schon wieder auf, ist schon wieder dabei, hat auch wieder jemanden angekrummelt von den anderen. Also von daher, sie wird bestimmt wieder die Alte werden und nächste Woche, in zwei Wochen, flitzt sie bestimmt schon wieder am Strand. Aber diese Sorgen immer, ne? Wer versteht mich da? Ich denke, die lieben Hundehalter unter euch kennen manche Situationen und ja. Gut, dann gehen wir gleich noch eine kleine Runde Gassi. So, erstmal Abendessen, Mäuschen. Na, hat gut geschmeckt. Ja, ich guck mal, ob ich euch das zeigen kann. Es ist etwas dunkel hier, aber ja, es ist noch ein bisschen Wundwasser hier, aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ha? Hier, 13 Stiche. Ja, aber sie steht schon wieder auf, sie grummelt. Ja, ich denke mal, morgen gehen wir mal eine kurze Runde. Dann geht das schon. Ne, Mäuschen? Na, Schnecker? Das schmeckt, ne? Endlich essen. Jo. So, guten Morgen, die Sonne scheint. Voll schön. Ja, wir haben eigentlich ganz gut geschlafen. Auch die Bella hat gut geschlafen. Sie läuft auch mit. Zwar langsam, aber es geht. Ja, hat auch, glaube ich, nicht so Schmerzen mehr. Kriegt ja jetzt Tablettchen. Gehen wir jetzt mal eine kleine Runde. Die wollte eben schon traben. Ich sagte auch immer ruhig, ne? Also, jupp. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen und das war ein Schrecktag gestern. Mann, Mann, Mann. Ja, und neben den vielen lieben Worten, die ich bekommen habe, also wirklich so viele Nachrichten, mein Instagram-Postfach ist explodiert. Können wir weitergehen, Leute? Ja, wollte ich mich auch nochmal für die zwei Spenden bedanken. Einmal 10 Euro, einmal 20 Euro. Vielen, vielen Dank, das hilft mir sehr. Ich bin ja gerade am Sparen, dass ich meine Bremsen dann machen kann irgendwann mal. Aber gut, Ötches ist wichtiger, ne? Von daher, klar, stehen bleiben. Hier kann ich immer noch die paar Kilometer hin und her fahren. Das wird wohl nicht so schlimm sein für die Bremsen. Von daher, alles gut. Falls jemand mich auch unterstützen möchte, Link verlinkt ist das in der Videobeschreibung zu PayPal. Aber ist kein Muss, wie gesagt, nur falls viele wieder fragen. Okay, dann mal bis später. Ihr seid so süß, Mäuse. Ja, glückliche Hunde. Wieder wunderschönes Wetter, weiterhin schönes Wetter. Und ja, wir gehen jetzt noch mal eine kleine Runde. Meine Bella hatte eben mal kurz Schmerzen, glaube ich. Da hat sie mal kurz gejunkt. Aber ja, jetzt das Wochenende dazwischen. Deswegen werde ich wahrscheinlich Montag dann spätestens zum Tierarzt fahren, um die Wunde und die Nähte eben entsprechend abzuchecken. Aber ich meine, ich kenne mich ja schon ein bisschen aus mit den ganzen Sachen, aber die Wunde hat schon was, ne? 13 Stiche sind nicht ohne und ja, aber dir geht's gut. Die Mäuschen. Ja. Ja, dann gehen wir mal ein Stückchen und ich glaube, heute passiert nicht mehr viel. Ich habe ein paar YouTube-Sachen geschnitten und bearbeitet, dass ich da ein bisschen vorankomme und auch mal ein bisschen plane jetzt die nächsten Tage. Und dann wollte ich ja auch weiterhin kreativ sein. Das hat ja ein bisschen gelitten die letzten Tage. Hm. Also Leute, ihr könnt nicht sehen, aber das ist hier schon ein Geschoss. Der hat hier
zwei Slide-Outs, den zeige ich euch morgen mal. Der steht seit gestern hier. Und das Krasseste ist, also es ist wirklich dunkel jetzt, aber der kam jetzt wohl eben noch. Jetzt bin ich gerade mal rausgegangen nochmal. Ich sage es euch. Also ihr könnt ja vielleicht an den Lichtern schon erkennen, das ist ein LKW. Der ist riesig. Guckt euch dieses Teil an. Das ist einfach mal hier so schräg hingestellt, ne? Weil hier ist ja eh alles voll. Voll krass. Schön aus, ne? Vielleicht ist er morgen noch da, wenn wir wach sind. Dann zeige ich den euch mal im Hellen. Crazy. Ein Riesenteil. Bis morgen. So, der nächste Morgen. Gestern Abend habt ihr ja gesehen, das Riesenwohnmobil. Also da steht auf jeden Fall Horse Service dran. Da ist ja irgendwas hier mit Tag des Pferdes gewesen. Und da ist ja auch in der City ist ja auch so eine Feier mit Rummelplatz und so. Ich denke mal, das hat damit irgendwas zu tun, dass sie vielleicht heute irgendwas oder übers Wochenende jetzt Pferde transportieren. Sah aber sehr, sehr nach einem Wohnmobil aus und mit dem blauen Licht und so. Schon sehr stylisch für spanische Verhältnisse, ne? Also nicht ohne, kleiner Luxus, aber besser so als anders, ne? Ja, jetzt weiß ich heute nicht, was ich machen soll. Eigentlich könnte ich einkaufen fahren, weil eigentlich wollte ich eventuell zur Wasserstelle fahren und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ja, also entweder Wasserstelle, beziehungsweise erst in die City einkaufen, Wasserstelle und da das Wochenende verbringen. Oder am Strand bleiben, da ist es aber auch sehr, sehr voll. Sehr, sehr voll. Also rein nur Wohnmobile und Vans ist wirklich zugeparkt, ne? Ja, das ist jetzt die Frage heute zum Wochenende. Zum Wochenendenbeginn, was ich da machen soll. Schwierig, schwierig. Momentan weiß man ja eh irgendwie nicht wohin mit sich und man will weg, aber man tut es dann nicht und man kommt auch, kann auch irgendwie nicht oder wettertechnisch, ach, das ist alles so ein Krimskrams. Man hat sich ein bisschen auch an die Gegend gewöhnt und du hast hier alles, ne, was du brauchst um die Ecke und manchmal ist das nicht so einfach. Auch sich zu trennen hier, weil es ist einfach für die Hunde wunderschön. Ja. Endlich mal nicht so viel Wind am Strand. Ist nicht so geil für uns, aber besser für euch und den Geräuschen immer bei YouTube. Das tut mir ja sehr leid, aber anders geht es halt manchmal nicht. Ne? Das Schöne ist, dass man hier so zu bestimmten Zeiten hat man den Strand einfach für sich alleine. Und es wird ja auch schon wieder weniger mit den ganzen Spaniern. Und ja, die Überwinterer kommen jetzt wahrscheinlich demnächst alle, aber ich denke mal, die verpieseln sich eh meistens auf dem Campingplatz, hoffe ich. Ja, nee, jetzt... können wir hier noch ein bisschen das genießen. Gut, die Bella muss halt an der Leine bleiben, weil die sonst hier losspurten würde zum Strand. Beziehungsweise zum Wasser. Ja, und dann hoffen wir mal, dass die anderen jetzt gleich mal alleine rennen, ne? Die Maddie muss gleich mal ein Sporto loslegen, ja. Und wir mal ein bisschen pieksen im Po. Blitzt wieder. Ist alles, ich habe es nur mit Wasser abgewaschen und ich glaube, ich habe 3 Eimer genommen mit 10 Liter jeweils Wasser. Also auch recht sparsam für das ganze Ding. Bis auf oben das Dach, das habe ich nur die Solarpaneele eben sauber gemacht. Ja, jetzt ist er wieder sauber und ich auch. Ich habe auch geduscht. Von daher, jetzt können wir es aushalten. Jo. So. Das ist immer schön, wenn man Nachbarn hat. Und wenn man nicht einen Hund hat, der da dran gehen will, mein Freund, wir laufen nicht über den Tisch. Und zwar, sieht jetzt natürlich ganz normal aus wie Nudeln mit Soße, aber die Soße schmeckt mega, die Nudeln schmecken mega und ich lasse es mir jetzt schmecken. Also mein Essverhalten ist manchmal auch von den Nachbarn, ne? Irgendwie die Reste essen. Lecker! Leute, wir haben 9:10. Ich war gerade spazieren und ich habe es fast vergessen, deswegen es sieht nicht mehr ganz so gut aus, aber... eine Quinoa-Bowl, irgendwas. Mega. Super lecker! Die haue ich mir jetzt rein. Für die Mädels gibt es jetzt ein paar, da sind so ein paar Möhrchen drin, die gibt es für die und dann, boah, das
riecht und schmeckt so lecker. Oh. So, jetzt sage ich mal, bis morgen, ne? Heute passiert nämlich nicht mehr viel, außer Essen. Und bevor mir das da jemand weg isst. Die starrt das schon so an. Hypnose. So, tschüss. So, wie ihr seht, also das hier hat sie ja ihre Verletzung und hier das Bein hat sie die ersten zwei Tage so ein bisschen hinter sich hergezogen. Aber jetzt sieht es doch schon mal ganz gut aus, ja. Ne? Ja, damit können wir umgehen, ne, Mäuschen? Ja, wir gehen jetzt hier wieder an den Hunden mit der Kette vorbei. Und dann da hinten irgendwo lang. Nicht zu weit, aber alle sind sehr gemütlich, wie man sieht. Hier vorne ist nämlich keiner, weil die alle hier so... Das sind mir welche. Ja, aber es ist noch angenehm, schön. Schönes Wetter. Hey, Friends! So, ich weiß nicht, wie lange ich mich jetzt nicht gemeldet habe. Es kann sein, dass das ein paar Tage gewesen ist, weil hier einfach auch nicht viel passiert ist. Wir sind nur hin und her gefahren und haben jetzt hier ausgeharrt übers Wochenende, weil es dann doch immer recht voll ist überall. Und in der Stadt ist ja so ein bezahlter Stellplatz, da war ich auch schon mal. Da ist ja jetzt ein Kirmes-Festival, Gedöns. Deswegen ist der zu. Da müssen alle anderen natürlich auch irgendwo parken und deswegen ist es, glaube ich, auch so voll. Bald kommt die Überwinterer und alle der ganze Rotz. Ja, ich stehe jetzt hier wieder am Fluss, da an dem Stellplatz. Und Dienstag soll es gut regnen. Ich glaube jetzt 3-4 Monate, gar kein Regen, kein großer Tropfen Regen. Ich denke, das tut auch dem Fluss mal gut. Der ist dann nämlich wieder schon wieder fast leer, kein Wasser mehr. Ja, also werden wir mal schauen, wo wir dann bleiben die nächsten Tage. Leute, Leute, Leute. Ich sag's euch, meine Hunde sind einfach drinnen Hunde, ne? Die haben jetzt gerade gegessen. Eine wollte natürlich ja schon reingeschlichen, aber die darf das ja, die soll ja auch sich ein bisschen ausruhen. Aber die Damen möchten lieber drinnen sitzen, das ist immer so, anstatt draußen schön im frischen Wind. Ich meine, hier geht's jetzt auch. Ich habe auch ein bisschen hier Dachluken und alles auf, aber gleich wird's warm. Und dann wollen die hier unbedingt drin sitzen, egal wie lang oder wie kurz die Leine ist. Ne? Jetzt hängst du fest. Ach, du bist ein Schussel, Lilly, echt. Ihr seid doof. Ach so, da liegt noch was. Das ist aber nicht für dich. Nein, 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 nein. Das ist für den Diego. Ja, das ist für den Diego und das ist für die Mila. So. Nee, anscheinend hat Diego schon aufgegessen, weil ich weiß gar nicht, wo er ist. Naja. Das war's zum heutigen Frühstück. Oh, good morning, Friends. So, ihr seht, alle schlafen noch, beziehungsweise da sind noch welche. Die schlafen alle noch. Wir sind jetzt wach, weil wir fahren jetzt zum Tierarzt. Leise. Ja, erstmal Pipi Kaka und dann jetzt geht's los. 9 Uhr morgens. Wow. Aber Wetter ist auch bewölkt und erfrischend kühl. Morgen soll es regnen, also bis später in der City. So, wir sind zurück. Hier ist die Hölle los in der City. Aber gut, wir sind fertig. Bella hat die Fäden noch nicht raus, weil es noch nicht alles verheilt. Sie hat ein bisschen ältere, schlecht heilende Haut, würde ich mal meinen. Und deswegen kommen wir jetzt am Donnerstag oder Freitag. Freitag hat sie gesagt, soll man wiederkommen. Sieht aber alles gut aus. Sie hat es nochmal sauber gemacht. Ich mache das ja auch jeden Tag sauber, dies, das. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen hier abhängen, Bella. Hä? Aber heute Morgen ist ja eh schlechtes Wetter angesagt und das tut uns auch mal ganz gut, die Abkühlung, ne? Jo. Liebe dich. Mein Schatz. Ja, Bella hat Hunger. Oh,
Ja.